Krieg eine Psychose hier. Geil. Hi, mein Name ist Rebecca Barthe. Ich bin Fitnesscoach bei Aldi Sports. Heute stehe ich hier auf dem Sportplatz. Mich erwarten nämlich drei Sportjungs. Zumindest behaupten die das. Es geht um einen Fitnesscheck. Und zwar wollen die drei Jungs nämlich im Vierer-Wok bei der TV Total Wok-WM starten am 11. November. Und ich bin diejenige, die sie auf die sportmotorischen Eigenschaften testen wird. Sie ist ehemalige Wettkampfathletin, deutsche Meisterin und Weltmeisterin in der Body Fitness und Physik Class. Mit den Wurzeln im Judo, Handball und Turnen hat sie sich als Personal Trainerin, Mastertrainerin und Referentin national sowie international einen Namen gemacht und tourt um den Globus. Mit geballter Power und jahrelanger Erfahrung unterm Gürtel fordert sie nun das Aldi Sports Wok Team Revi in Scope und Amar heraus. Ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt, wie es um deren Fitness steht. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber ich frage mich, wo die Jungs eigentlich bleiben. Hi Jungs. Hallo. Hallo Amar. Hallo. Hallo Nico. Grüße dich. Hallo Revi. Schön, hi, dass ihr da geht. Seid. Es steht ja die Wok-WM an am 11. November und da gibt es einiges, auf was ihr euch gefasst machen könnt. Und ihr müsst halt wirklich fit dafür sein, weil nur Kraft reicht allein nicht. Und deswegen wollen wir heute schauen, dass wir fünf sportmotorische Eigenschaften testen. Da bin ich auch gespannt, wie ihr euch gleich einschätzt. Es geht ja um den Vierer-Wok bei der WM. Ihr drei startet ja. Es gibt noch eine Wildcard für die vierte Person. Aber erstmal wichtig ist es natürlich, dass ihr dabei seid. Und Revi ist ja verletzt leider. Aber du unterstützt mich ja gleich beim Coaching. Du motivierst die Jungs hoffentlich. Genau, ich bin als Team-Captain hier am Start. Du startest ja auch bei der Wok-WM. Deswegen darfst du gerne auch sagen, was du für deine Kraft denkst. Also Ganzkörperkraft. Ja. Sieben, ja. Sieben, okay, cool. Wir gehen weiter zur Beweglichkeit. Immer so ein großes Thema. Aha. Auch sieben. Nicht ultra krass, aber schon ein bisschen. Okay, wie ist es mit deiner Schnelligkeit? Boah, da bin ich gut. Acht. Acht? Eigentlich kann ich sehr schnell laufen. Aber jetzt halt gerade nicht. Okay, super. Ausdauer. Ich brauche Ausdauer. Wie sieht's da aus? Wie war es im Ring? Ausdauermäßig. Oh, da warst du eine gute Acht. Ja, danke dir. Gut, kein Problem. Läuft für dich. Fremdeinschätzung. Jetzt kommen wir zu ein bisschen mehr Gehirn und zwar Koordination. Eins. Wegen dem Gehirn oder wegen der Koordination? Alles, eins. Da oben stimmt nichts mehr. Da stimmt gar nichts mehr? Eins. Aber da tun wir noch was dafür, oder? Na, weiß ich nicht, ob man das noch retten kann. doch. Kriegen wir schon noch hin. Wie sieht's bei dir aus, Nico? Kraft würde ich mich einschätzen 6 von 10. Nein, Bro. 8 oder 9. Du bist also, eins heißt halt wirklich, komm, lass lieber. Und bei 10 bist du Profi. Ich bin nicht kräftig. Natürlich bist du kräftig. Bro. Guck mal deinen Bauch, wie kräftig der ist. 6 von 10. Beweglichkeit? 4 von 10. 4 von 10. Schnelligkeit? Schnell auf den Beinen? 5 von 10. 5 von 10. Wunderbar. Ausdauer. 3 von 10. 3 von 10. Was habe ich hier für eine Gurkentruppe? Okay. Koordination. 1. 1 von 10. 1 von 10. Okay, du hast dich ein bisschen weniger eingeschätzt als Revi. Ich neige zu Selbstüberschätzung. Amar, legst du noch ein bisschen nach? Was mit der Kraft? Komm nicht so bescheiden. Nee, 6 von 10. 6 von 10? Was macht deine Beweglichkeit? 3 von 10. 3 von 10. Unterm Durchschnitt. Ist die Schnelligkeit denn über dem Durchschnitt? Auch eine 5 von 10. 5 von 10. Wir sind uns ziemlich ähnlich. Okay. Aber ich neige zur Selbstüberschätzung. Und wie ist es bei der Ausdauer? Holst du da alles raus? Nein. Nein? 2 von 10. 2. Ach Gott. Mit euch habe ich noch was zu tun. Koordination? Oh, da bin ich sehr gut. Ja? Dann nehme ich sogar als Selbstüberschätzung eine 9. Eine 9. Die 4. Okay, super. So Jungs, jetzt habt ihr schon gehört, um was es geht und ich würde euch gleich die Station zeigen. Vorher wärmen wir uns natürlich auf und dann legen wir los und machen euch erstmal fit. Ihr wärmt euch auf, ich schaue mir das an. Richtig. Freue euch an. Habt ihr Megafon für mich? Haben wir auch. Sehr gut. So Jungs, ich will euch jetzt ein bisschen laufen sehen hier. Macht euch mal schön warm, die Waden. Los, los! Los, los! Als Team-Captain muss man da natürlich auch darauf achten, dass die Jungs da den gewissen Faktor der Motivation mitbringen und da bin ich extrem gut drin. Jetzt hier nochmal ganz kurz. Jungs, bitte jetzt nochmal hier! Und was machst du rechts? Yo! Yeah, schau, dass die Adduktoren gedehnt werden. So enjoy the view, take your wir machen noch 5. Was? Wir machen noch 4. Ich kann nicht mehr. Nicht aufhören. Noch 3. Ich mach 3. Links, ich mach links. Links noch ist geil. 2. Nikolas, bitte, gib dir Mühe! Es sind Aufsagen wie diese, die mein Team nach vorne bringen. Ja? Es ist einfach das, was die Jungs brauchen. Okay, ach, das war bereit für die erste Challenge? Das war's Warm-up. Ich glaube, ich spuck Blut gerade. Wir legen los. Ihr habt unten auf dem Boden den Wok und den habt ihr ja auch bei der WM, wo ihr 60 Sekunden bis 90 Sekunden drin eure Balance halten müsst. Aber wir machen es euch ein bisschen schwieriger. Ihr müsst nämlich die Arme
Richtung Himmel halten mit diesem 5 Kilometer Ziehenball. Erste Aufgabe ist, der Ball bleibt über dem Kopf, während ihr die Beine in der Luft gestreckt haltet. Aha. Wenn die Füße tiefer als die Knie fallen, ist over. Okay? Eine Minute lang im Wok, ihr dürft euch gegenseitig anfeuern. Ihr könnt euch auch gerne beleidigen. Ich Wichtig ist nur, jeder muss oben bleiben. Let's go. Let's go. Ready? Mach dich bereit. Drei. Erste Runde. Zwei. Eins. Let's go. Und go. So, sehr Hammer. Gut. Halt. Hoch, hoch. Hammer, bleib. Kipp nach vorne, kipp nach vorne. Ja, halten, halten. Jungs, es sind noch 45 Sekunden. Guck mal, genauso wie Nico das macht. Ich halte die Balance. Gleichgewicht halten. Super. Komm, die Arme gehen noch ein bisschen höher. Halbzeit. Und was noch? Beweglichkeit. Und was noch? Ausdauer. Sehr gut. Wie geht's weiter? Koordination. Fantastisch. Schnelligkeit. Ah. 20 Sekunden, Jungs. Den Ball hoch. Wir wollen den Sieg, oder? Den Ball auf hoch. Geht's. Wir wollen den Sieg am 11. November. 5, 4, 11. November, ich kann da nicht. 2, 1 und... Sehr gut. Sehr stark. Ey, Nico hat eine kranke Spannung gehabt. Ich habe eben schon gesagt, bei Kraft hat er sich komplett unterschätzt. Ich hätte eine 8 gegeben, wirklich. Es war wirklich eine Top-Spannung im Bauch. Ja. Arme waren gerade oben, Balance war da. War der Ball dir zu leicht? Ja, das heißt zu leicht, also es war doch okay jetzt. Das hast du super gemacht. Also, ich würde 8 oder 9 sagen. Ich bin bei der 9. Ja? Ja, top. Alter, chill doch mal. Alter, geil, Nico. Ja, das ist aber auch 9. Hammer. Ja. Wie sieht's aus? War anstrengend? Ja, die Balance war doof. Also ich würde dir jetzt eine 6 geben, weil du hast nicht aufgegeben. Ja. Das passt. Ja, wichtig ist, dass du wieder zurückfindest. Ja. Okay, eine 6. 6 ist so, Jungs, wir gehen jetzt zu einem Thema, das glaube ich ist wirklich ein Challenge, ist die Beweglichkeit. Wie heißt es, Nico? Beweglichkeit. Jungs, einmal schauen. Ihr streckt die Arme aus und in dem Moment probiert ihr mit den Fingerspitzen hinter eurem Rücken zusammenzukommen. Das haltet ihr bitte ganz kurz. Danach wieder die Arme ausstrecken. Das gleiche bitte auf der anderen Seite. Was würdest du sagen? Wer kann sich besser dehnen? Beweglichkeit. Hat er irgendwas anderes schon mal gesagt in dem ganzen Dreh? Aber ihr dürft da draußen zu Hause nicht lachen, okay? So, Arme, rechte Hand zwischen beide Schulterblätter. Du darfst nicht eindrehen. Schau mich mal bitte an. Gerade bleiben. Ja. Revi misst einmal. Lächeln. Ich lächle doch. Ganz entspannt. Das sind 8,5 Zentimeter. 8,5. Okay. Große, hast du ein dickes Defizit. Das heißt, der rechte Arm. Andere Seite. Oh, als hätten wir da was entdeckt. Oh, oh. Das sind keine 8,5. Das Kran stehen bleiben. Amma, das sind entspannte 90,5 Zentimeter. 90,5. Du musst dich nicht zurückhalten. Kannst ruhig dein Bestes geben. Okay, ja. Rechter Arm zuerst nach oben, linke Hand nach hinten, hinter den Rücken. Jetzt probierst du mit beiden Fingerspitzen langsam zusammenzukommen. Boah, stark! Oh, kommst du was zusammen? Du sehr gut. Und stehst du noch wieder Alter. Eins da. 2 Zentimeter nur dazwischen. Das ist sehr, sehr gut. Wahnsinn. Andere Seite, wir schauen mal, was die andere Seite ist. Stark. Bist du rechts oder Linkshänder? Rechts. Weil es eher auf rechter Seite stärker dann, ne? Nein, mit der rechten Seite ist eher verkürzter. Alter! Auch hier 2 Zentimeter. Unterschied. Okay, gibt's gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir suchen tatsächlich 2 Wildkarte. Amar fällt leider wegen einer Verletzung aus. Dass du da so gut soll ich auch mal gucken, wie weit ich komme? Willst du mal schauen? Ja. Okay. Der Typ kann sich zusammenfalten. Ja, sieht gut aus. Alter! Hey, ja, super. Andere Seite? Ja, hier komme ich nicht so weit. Aber Warte, trotzdem sehr gut. Ich könnte dir helfen. Du kleiner, du gehst jetzt zusammen. Dadurch, dass du so große Defizite hast, zwischen fast 11 Zentimetern, würde ich dir wirklich auch eine 2 bis 3 geben. Ich entscheide mich für die 2, um dich ein bisschen zu motivieren, dass du was tun musst. Mhm. Okay, also Geschenk gibt's nichts. Wir wollen ja auch gewinnen am 11. Da arbeiten wir noch dran. Und hier, 2 Zentimeter auf beiden Seiten. Also Nico ist top. Beweglichkeit. Was sagst du? 9. 9. 9. Also wenn er jetzt beide berührt hätte, wäre eine 10 gewesen. Ja. Also nicht, aber so das wie bei 9. dir auf der einen Seite. Das war ja eine 10. Danke. Hast du mal vorgemacht. Sehr stark. Das war nicht der Captain. Jetzt gibt es wirklich Feuer unter die Füße. Und zwar haben wir hier einmal einen kleinen Zirkel aufgebaut für euch beide. Revi guckt natürlich wieder zu und schaut, dass alles passt. Erste Station sind 3 Sidesteps mit dem Ball in der Hand. Nächste Station bitte 10 Jumping Jacks, den Ball vor der Brust. Und an der letzten Station bekomme ich von euch 10 High Knees pro Bein. Leg den Ball ab, renn wieder zurück so schnell du kannst, stopp dir den zweiten Ball. Wenn du alle Bälle unten hast, das gleich auf den Weg zurück. Eine Frage habe ich noch. Ich gehe rum, erstes Hütchen, gehe ich da wieder zurück und wieder hin? Nein, Bro. Dreimal. 1, 2 und das Ganze 3-mal. Dann gehst du zum nächsten Hütchen. Ach so, dann ist ja entspannt. Wir werden sehen. So, große Klappe. Seid ihr bereit? Ja. Nee. Seid ihr wirklich bereit? Natürlich, Jungs. Was mit dir? Ich bin bereit. Let's go. Go. 3-mal. 1, 2 und 3. Wenn du 3 hast, bitte. Sieben, zehn,
Oh, du musst Gas geben. Sehr schön. Lauter. Gut. Gut, die Runde gewinnst du. Komm. 4, 5. Oh, den Ball umgehalten. Sehr stark. Nico, du gehst ja. Du sollst laufen. Es geht um Schnelligkeit. Es geht um Schnelligkeit, Junge. Sehr schön. Nico! Schnelligkeit! Nico! Super, weiter von Nico! Nico! 4. Sollen wir wieder zurück? 5. Ja, zurück! Wie sieht's aus? Gibst du noch Gas? Komm, einmal die Beine hoch. Komm, du Maschine, komm, 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 zieh durch. Sehr schön, sehr schön. Nico, was machst du denn hier? Was halt deine Fresse. Nico, wir sind bei der Bundeswehr. Ja, komm, zieh durch, du bist eine verdammte Maschine. Was bist du denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und zurück und weiter. Oh. Aber zieh durch. Wir sind stolz auf dich. Wenn ich hier einen Klatsch drauf hätte, ich würde es dir abspielen, Emma. Aber ich hab nur das für dich. Los, weiter! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Amma! Du bist eine gottverdammte Maschine, weißt du das, Junge? Leg dich hin, leg dich hin. Leg dich hin, komm, gib mir deine Beine. 5, Beine hoch. 6, atmen, atmen, atmen. 7, sehr schön. 8, sehr schön. So, Nico kommt auch gleich. War so anstrengend, ey. Ich brauche Essen. Revi, was sagst du? Wahnsinn, wirklich. Beide haben mich überrascht. Amma im positiven Nico. Geschwindigkeit war jetzt nicht so deins. Du hast wirklich komplett durchgezogen, verrückt. Ich sage Amma wirklich, also das ist ja ultra anstrengend. Und das ist ja Ausdauer und Geschwindigkeit. Ich sage, das ist eine 7 bei ihm. Also bei Amma würde ich da wirklich eine 7 durchziehen. Weil er hat sauber, clean ausgeführt. In einer Geschwindigkeit, die echt beeindruckend ist. Du hast dich übertroffen. Ja, aber jetzt hast du dich wirklich übertroffen. Ich glaube auch, dass wirklich Amar noch ein bisschen schneller gewesen wäre, wenn Nico noch ein bisschen Gas hätte geben können. Ja. Ich bin auf jeden Fall auch bei dir bei einer 7, haben wir gesagt. 7 machen wir auf jeden Fall. 7, sehr, sehr stark. Safe. Okay, Amar 7. So, erzähl mal, Nico, wie geht's dir? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich hätte jetzt nicht mit gerechnet. Also ich bin schon echt am Ende. Ja, aber du hast dich durchgezogen. Du hast es zu Ende gebracht. Das ist für mich auch super wichtig, dass man nicht einfach aufhört. Ja, das war scheiße durchgezogen. Und ich glaube aber auch, dass du wesentlich schneller sein kannst, als das, was jetzt eben gerade gemacht hast. Gerade was zu Antritt angeht und Sprinten ist Nico unfassbar gut, wirklich. Also, das geben wir eine 4. Einverstanden mit einer 4? Okay, sagt nichts mehr. Wir nehmen eine 4. Sie liebt den DJ. Die versuchen mich abzulenken. Aber jetzt kommt Station Nummer 4 und ich liebe keinen DJ. Und zwar, Jungs, ich liebe es, wenn ihr mir jetzt gleich zeigt, was ihr drauf habt. Weil das ist für mich jetzt die persönlich anstrengendste Station. Und zwar Oberkörper einmal aufrecht. Und zwar bitte im Double Hand Swing, Wellen bis unten durch. Bleib in der Kniebeuge. Wenn du 10 hast, habe ich 10? Ja. Schon längst. Okay, dann gehst du einmal runter. Aber du legst die Brust einmal komplett ab, drückst dich hoch, springst auf beide Füße. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zweiter Burpee. Hochkommen. Battle Rope ist ein Oberkörpertraining, Schulter-Core, aber durch dieses Kraftausdauertraining pumpt es natürlich einmal richtig durch. Das heißt, wir haben mehr Ausdauer. Wir lieben den Bodensee. Oh! In 4, 3, 2, go! Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seil und go. Und weiter. Komm, atmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komm nochmal hoch. 7. Schon. Komm. Benin. 7. Komm. 7. Angefangen. Du hast so gut angefangen. Oh. 2, 3. Stopp. 4, 5. Und die Schwinge. 6. Geh näher dran. 10. Nein, Beine Arme. Oh, steig Seil! Komm. Noch einmal fürs Team. Komm schon. Einmal fürs Team. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komm. Punktlandung. Der war noch drin. Sehr schön, dass du noch weiter durchgezogen hast. Stark. Sehr gut. Alter, wie schwer ist denn das? Ja, wiegt ein bisschen was. Wir wollen Wellen. Ja. Komm, kein Seepferdchen hier. Schön durchpeitschen. Achtung, in 4, in 3, in 2 und. Go! 1, 2, 3, 4. In die Kniebeuge. Müsst auch gut aussehen, oder? 7, 8, 9, 10. Und einmal runter. Komm. Hallo, schneller! Und komm. Komm! Weiter, komm! Sehr schön. Richtig Ausdauersport. Den Pace. Komm, 1, 2, 10. Schöner Pace. Komm weiter. Aber die Wellen sind schlecht. Ja, wir müssen jetzt auch irgendwo. Die Wellen sind richtig schlecht. Das schön kannst du besser. Komm. 1, 2, 3, 4. Sehr schön, Bro.
Na, jetzt lüg ihn doch nicht an. Das ist doch viel zu langsam. Er macht so gut. Nee, er ist zu langsam. Nicht warten. Sehr gut. Und an der Seite. Komm. 3, 4. Push, push. Komm. 7, 8, 9, 10. 10 Sekunden. Komm, runter mit dir. Runter. Ja, Gleichstand. Jetzt Gleichstand. Jetzt Gleichstand. Komm, komm. 5 Sekunden noch. 5, 4, 2. Ab. Fertig. Stark aber. Ja, am Ende konnte er noch. Okay. Da kam auf einmal die Power raus. Zum Glück müssen wir das ja nicht machen. So, wir haben einmal als Endergebnis beim Battle Open. Das war wirklich jetzt diesmal anstrengend, oder? Amar, was sagst du? Wir lieben den Boden. Wenn die Jungs das noch singen können, war es gar nicht so schlimm. Ich würde euch für diese Übung jeweils beide 6 Punkte geben. Ja? Wer hat den Durchschnitt? Ich würde sogar sagen 7 und 6. 7? Weil Nico hat in der Bewegung ein bisschen mehr geschwungen. Ah, hast du recht, stimmt. Okay, ich mache das so, wie Revi gesagt hat, weil ich finde auch, dass die Technik bei Nico jetzt besser war. 7 bei Nico in der Ausdauer und 6 bei Amar. Aber alles ist besser als das, was ihr eingeschätzt habt. Letzte Runde. Koordination heißt für uns auch ein bisschen Balance. Und zwar zeitgleich was zu machen für Gehirn- und Skelettmuskulatur. Ziel ist natürlich, dass ihr auf dem Ball drauf bleibt. Es geht nicht auf Zeit. Sobald jeder von euch 4 Fragen gestellt bekommen hat, seid ihr durch. Wie fühlt sich das an auf dem Ball? Ist noch einfach? Koordinativ. Koordinativ? Ich krieg eine Psychose hier. Geil. Nico, erste Aufgabe. Erste Aufgabe ist nur den Gameball zu fangen, okay? Okay. Let's go. So, Nico, ich werde dir gleich eine Frage stellen. Schön aufpassen. Frage Nummer 1. Wer war letztes Jahr Gewinner im Einser-Wok bei der TV-Total-Wok-WM? Marc Eggers. Falsch, es war Joey Kelly. Nenne mir eine Sache, die Amar gar nicht leiden kann. Burpees. Das ist richtig, sehr schön. Ja! Beweglichkeit. Nico, was ist denn dein Guilty Pleasure-Song, den du beim Workout gerne hörst? Meiner? Ja. Meiner ist es nicht. Roses are red. Roses are red, wunderschön. Sehr gut, okay. Nico, für was steht das Wort HIIT beim Training? High Intensity Initiative Transition. Fast. Ja, 50%. Okay, High Intensity Interval Training. Stark, das wäre es gewesen. Aber die Waage war super. Ja. Sehr stark. Amar, jetzt bist du dran. Nico hat das schon ganz gut gemacht. Ich bin gespannt. Es fängt wieder einfach an. Du fängst nur den roten Ball. Okay. Bist du bereit? Easy. Und go. So, lieber Amar, welche Nummer trägt die schwierigste Kurve, die sogenannte Horrorkurve auf der Wok-WM-Strecke? Die 4. War falsch, die Nummer 9. Okay, sehr schön. Lieber Amar, da du mich so gut kennst, was ist eigentlich mein Lieblingsessen? Boah, ich würde sagen, eine richtig schöne Pasta, da kannst du nicht nein sagen. Gut getroffen, lieber Amar, sehr schön. Welche sind die 2 größten Muskeln im menschlichen Körper? Das ist der Quadrizeps. Das ist falsch. Muskeln? Es gibt einen Muskel, der ist sehr groß. Den trainieren die Frauen gerne, Amar. Nicht das sagen, was du denkst. Gesäß, Po. Ja, und was und haben was wir noch? Noch? Kommt einer noch, schnell. Da drüber, was liegt da drüber, Amar? Bauchmuskulatur. Nee, über Rückenmuskulatur. Ja, das lassen wir gelten. Okay. War sehr gut, okay. Es ist Cheat Day. Was isst du denn da am liebsten? Oh, nice. Wo ist die Hand? Butter mit Nutella auf einem Pancake oder auf einem Toast getoasteten. Sehr stark. Tolle Koordination. Ja, sehr gut. Koordinativ, muss ich ehrlich sagen, hat Amar mehr abgeräumt. Ja. Der war Mind-Body-Connection einfach da. Nico, es tut mir leid. Ich würde Nico eine 7 geben, Amar eine 8. Ja, aber beides war schon sehr gut. War schon sehr gut. Auch, dass sie die Fragen aufgenommen haben, die Welle zurückgespielt haben, war stark. Hätten wir euch ein bisschen mehr fordern können. Wir haben es geschafft. 5 Stationen, Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit. So, ich bin gespannt auf Revi, sein Urteil, wie du jetzt die Jungs gesehen hast, was du denkst, was du beurteilen würdest. Ich sag mal so, dafür nehme ich sogar die Brille ab. Wenn der Wildcarder so performt wie meine Jungs hier, du bist eine gottverdammte Maschine, weißt du das, Junge? Boah, stark! Kein Ding. Dann haben wir das Ding. Was fandest du denn das gut? Es hat mich krass überrascht, wie sehr sie sich doch unterschätzt haben. Die sind ja in allen Belangen echt super gewesen, wirklich. Ne? Ja. Mit mir als Team Tappen, was soll da noch passieren? Okay, top. Team Tappen. Okay, mein Feedback als Fitnesscoach und ich möchte nur das Beste für euch, dass ihr am 11. November bei der Wok-WM auf jeden Fall super abschneidet, ist, dass ich auch überrascht bin, wie gut ihr das gemacht habt, aber ich auf jeden Fall die Empfehlung weitergeben würde, was für eure Ausdauer und Koordination zu tun. Gib mir deine Beine. Beine hoch. Atmen, atmen, atmen. 5, 6, 7. Die Koordination war jetzt relativ einfach, aber bei der Wok-WM haben wir natürlich ein bisschen mehr Koordination. Und oft ist es so, wenn die Ausdauer nicht mehr da ist, dann kann man sich auch nicht mehr so gut konzentrieren. Das heißt, ich würde auf jeden Fall an der Ausdauer arbeiten. Kraft finde ich super. Teamgeist ist auch da. Nico! Ja, halt deine Fresse!
Ausdauer heißt, ihr habt natürlich auch Möglichkeit, mit uns Fitnesscoaches bei Aldi Sports zu trainieren. Für einmal Fitnessboxing, für einmal Functional Hit Training, also alles das, wo die Herzfrequenz ein bisschen mehr arbeiten muss und Koordination auch gefragt ist. Da könnt ihr gerne mal in unsere Aldi-Plattform reinschauen. Wir als Fitnesscoach unterstützen euch gerne für die WOC-WM mit dabei. Natürlich einmal Social Media, Aldi Sports und einmal auf der App demnächst. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr einige Kurse von mir mitmacht, dass wir euch noch ein bisschen euch fitter machen können. Weil natürlich wollen wir den Sieg nach Hause holen am 11. November bei TV Total. Alles andere ist keine Option, Jungs. Okay? Absolut. Geil. Wichtig ist trotzdem auch, dass ihr an diese Kohlenhydrate denkt, weil gerade, wo ihr viel Energie bringen müsst, sind Kohlenhydrate Riegel. Super wichtig. Ja, Riegel, genau. Aber Eiweiß funktioniert auf jeden Fall auch. Aber da Ernährungstipps, Ratgeber, alles auf der Aldi Sports App. Ich freue mich, wenn wir euch weiterhelfen können, weil da geht auf jeden Fall noch was. Aber heute habt ihr uns beide überrascht. Vielen Dank für eure Leistung. Danke dir. Legt ja, danke dir. Du bist eine Granate. Ja, du bist echt krass. Ehrlich. Ja. Ich hätte gerne auch mehr delivered, aber ich war gerade echt viel zu krass. Alles gut. Vielen Dank für den, tolle Unterstützung. Super. So, wir sehen uns am 11. November auf TV Total bei der WOC-WM. Aldi Sports WOC, wir rocken.